Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 8. Ich habe nochmal nachgeschaut und ja, sie muss hier irgendwo sein. Hier gibt es noch mehrere Häuser. Das ist, glaube ich, das Fischerdorf irgendwas. Und in einem davon müsste sie wahrscheinlich sein. Oder sie ist irgendwie am Strand oder wie auch immer. Schauen wir erstmal in das Haus hier rein. Okay, hier ist auf jeden Fall niemand. Und da oben auch nicht. Okay, also das hier scheint es nicht zu sein. Dann haben wir da noch ein Haus. Ne, auf der Karte, man erkennt nicht so richtig, aber teilweise geht es schon. Hallo? Jetzt. Es sieht nach ein bisschen was Edleren aus, habe ich den Eindruck. Wobei hier auch niemand zu sein scheint. Da haben wir noch Geld. Gut versteckt, aber wir nehmen es trotzdem mit. Okay, aber das richtige Haus... das Buch lesen wir natürlich auch noch. So, wie sieht es denn eigentlich jetzt aus? Oh, wir haben schon Kraft 18. Und Geschicklichkeit 19. Das hört sich doch nicht schlecht an. Ich glaube, der Intellekt wird durch Lesen von Büchern gesteigert. Beziehungsweise immer wieder weiteres Verwenden von Zaubern. Was wir ja im Moment leider noch nicht können. Bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob ich hier noch auf der Karte ein Haus sehe. Lass uns einfach mal den Weg hier folgen. Ja, da führt nur hierher. Na gut, das ist nicht wirklich ein Haus. Aber der Weg ging ja auch noch auf der anderen Seite weiter. Führt da jetzt so... Nee. Da könnte noch was sein. Okay, da ist noch irgendwie was abgesperrt. Ha. Jetzt bin ich mir relativ unsicher, wo es genau weitergeht. Ich glaube, da unten gab es auch noch mal, wenn man hier weiterläuft. Oh. Fein aus. Haben wir den? Nee. Tut mir leid, den hatten wir nicht. Ja, aber da unten müsste es eigentlich auch irgendwie noch weitergehen und Häuser sein. Oder irgend sowas. Oh. Ach. Ich habe noch hier einen Quicksave gemacht. Moment, dann... Müssen wir es, glaube ich, so laden. Ohne Quicksave. Also da ist dieses Haus jetzt. Oder ist es jetzt schon irgendwie... Nee, das muss das ja sein. Genau, da war auch noch mal ein Haus. Da waren wir, glaube ich, noch nicht drin. Halt mal, und im anderen Haus haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen Geld geholt, glaube ich. Ach, und sag nicht, das ist es ja schon.
Verzeihung, seid gegrüßt. Na, was kann ich für dich tun, Fremder? Ich heiße Okami. Freut mich, ich bin Kilandra. Hab dich noch nie gesehen hier. Bist neu in der Stadt, was? Ja. Na, dann willkommen. Ich gehe nicht oft in die Stadt. Ein guter Fremdenführer wäre ich wohl nicht. Aber ich kann dir vom Regenmeer erzählen. Angel scheint schließlich sollen seit Jahren drin rum. Was? Die Pfütze kenne ich wie meine Rocktasche. Erzähl mir über Tenebra. Ich komme nicht oft in die Stadt. Ist mir auch so recht so. Die Stadt ist nichts wert. Und weshalb ist die Stadt nichts wert? Wegen der Geseitenfürstin. Demodea ist eine selbstsüchtige Person mit einer schwarzen Seele. Für die ist es wichtiger zu baden, als ein unschuldiges Kind zu retten. Ein Bad war ihr wichtiger? Das Kind war ein kleines Mädchen mit goldenen Haaren und Augen, die so blau strahlten wie dieses Regenmeer. Sie war wunderschön, aber sie war sehr krank. Was ist mit dem Kind zugestoßen? Die Mutter hat das Kind zum Palast getragen und darum gefleht, die Gezeitenfürstin zu sehen. Die Gezeitenfürstin ist sehr mächtig und wenn es jemanden gibt, der ein Kind heilen kann, dann ist sie es. Aber dieser Salkind kam raus und sagte der Mutter, dass sie die Herrin Modea gerade badet und nicht gestört werden darf. Und ganz besonders nicht, um einer dreckigen Straßenratte zu helfen. Ist das Kind gesund geworden? Die Mutter hat das Kind zu der kleinen Hütte zurückgetragen, wo sie beide wohnten, und hat versucht, sich selbst zu versorgen. Aber es war zu spät. Die Kleine ist nur noch in derselben Nacht in die Totengruft geholt worden. Woher wisst ihr das alles? Das weiß ich, weil das kleine Mädchen Elaina meine Tochter war. Das tut mir sehr leid. Das ist nett, aber du brauchst dich nicht zu entschuldigen. War ja nicht deine Schuld. Na, wie lange wirst du hier bleiben? Na, wahrscheinlich nicht lange. Das ist klug von dir. Wenn ich das Meer nicht hätte, würde ich auch gehen. Ach, seit meine kleine Elaina fort ist, ist das Meer meine einzige Liebe. Das Meer und all die kleinen Lebewesen, die dort wohnen, sind gute Gesellschaft, die kleinen Dinger. Sagen zwar nicht viel, aber sie hören gerne zu. Wer hört gerne zu? Na, die Fische, wer sonst? Sie sind klug, das sind sie. Tät ja bestimmt gut, denen mal zuzuhören und ihren Rat zu suchen. Naja, lebt wohl. Auf Wiedersehen. Dann reden wir nochmal mit ihr. Ich will mehr über die Geister wissen. Geister? Und warum interessieren die dich? Olak hat mir von einem Geist erzählt. Natürlich, und du bist wohl so ein junger Hüpfer, der glaubt, er kann bei den Toten Abenteurer erleben und auf Schatzsuche gehen. Das ist eine gefährliche Sache, sag ich dir. Die Toten zu stören, das ist eine ganz teuflisch gefährliche Sache. Das mögen sie nämlich ganz und gar nicht. Ich rede oft mit meinen Kleinen und sie erzählt mir immer davon, wie es ist, tot zu sein. Sie sagt auch immer, dass die Toten die Lebenden nicht ausstehen können. Ihr sprecht mit eurer Tochter? Sicher, ich sitze bei ihr auf dem Grab und rede stundenlang mit ihr. Sie hört gerne zu, fast so wie die Fische. Und sie gibt mir außerdem immer einen guten Rat. Einen guten Rat? Sie sagt mir immer, wo viel zu fangen ist und wann ich sie mit dem Sturm rechnen kann. Sie hat mir sogar angeboten, mein Haus zu bewachen. Habe ich natürlich abgelehnt. Meine Tochter ist schließlich zu gut, um Macht ins zu schieben. Lebt wohl und auf Wiedersehen. Und dann probieren wir es nochmal. Moment. Guten Tag. Ich suche nach einem Schlüssel. Ein Schlüssel? Hab hier einige Schlüssel rumliegen. Und wie soll der aussehen? Es ist ein Schlüssel zur Tür in der Höhle. Eine Tür in der Höhle? Und warum sollte in der Höhle Türen geben? Sie führt zur Totengruft. Stimmt ja gar nicht. Und woher wisst ihr das? Ach, weil meine Kleine mir das gesagt hat. Sie meint, es gibt nur einen Weg zur Totengruft und zwar durch Lithos Reich. Sie führt zur Totengruft? Nee, das hatten wir schon. Dort liegt Störtebeckers Piratenschatz? Das ist nicht wahr. Wo ist der Schatz dann? Es gibt gar keinen Schatz. Orlok spinnt. Der erzählt dir viel, wenn der Tag lang ist. Und du glaubst ihm auch noch? Das weiß ja sogar meine Kleine, dass das Märchen sind. Und woher wisst ihr das? Ach, das hatten wir schon. Die Trolle haben die Tür gebaut. Da lachen ja die Fische. Das ist die dümmste Geschichte, die ich seit langem gehört habe. Seit wann können Trolle denn bauen? Trolle können überhaupt nichts außer fressen. Ich glaube, du hast bei Orlok ein bisschen zu tief in den Becher geschaut, Kumpel. Ihr kennt Orlok?
Aber sicher kenne ich den alten Knaben. Der lügt mit seinen Märchengeschichten das Blaue von Himmel runter. Okay, dann probieren wir es gerade nochmal. Ich will mehr über die Geister wissen. Geister, und warum interessieren sie dich? Ah, nee, das hatten wir schon. Dann... Ach, das wollte ich doch gar nicht mehr machen. So. So, sag mir, wo der Schlüssel ist. Der Schlüssel? Ach, den Schlüssel meinst du. Den hat meine Kleine. Eure Tochter? Ja, sie hat gesagt, bei ihr ist er am sicher. Das denke ich mir auch. Viel sicherer als im Grab kann er wohl niemand nirgendwo sein. Eure Tochter? Ja, sie hat gesagt, bei ihr ist er sicher, das haben wir schon gehabt. Okay, das heißt, wir sollten den Grab suchen. Ja, ich denke, da haben wir wirklich nur eine Wahl, dass wir den Grab suchen gehen. Aber wir müssen ja sowieso in diese Gegend rein. Das ist die Frage. Moment, da war doch noch so ein edles Haus. Da haben wir, glaube ich, das Geld gefunden, oder? Ach, komm schon. So, jetzt. Ich glaube, da hat man das Geld. Ja, gut versteckt. Genau, das wollen wir natürlich wieder mitnehmen. So. Und dann geht's wohl mal zurück. Wisst ihr was? Wir teleportieren jetzt hin. Erstmal zur Stadtmitte Tenebras. Und danach zur Dingsbums. Ihr wisst, wo ich meine. Können wir auch nach Norden raus, glaube ich. Komm mal hier überhaupt. Können wir da runterspringen? Das würde am schnellsten wahrscheinlich jetzt gehen. Die Wachen werden sich auch gerade was wahrscheinlich denken. Was mit uns abgeht. So. Halt mal, wir müssen ja. Dann gehen wir mal hier lang. Hier lang. Hier lang? Nee, oder? Das ist die Witwe. Ach genau, jetzt weiß ich, wo wir sind. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Da müsste, glaube ich, hier in der Nähe der auch der Ausgang sein. Ich glaube, wir rennen wahrscheinlich direkt drauf zu. Ja, so war es auch. Dann speichern wir mal schnell ab. Dir dein Aufenthalt auf Pagan Avatar? Geht es wieder nach Norden. Zu dem Krematorium, zum Friedhof und so weiter. Da können wir jetzt erstmal nach dem... Gut, das musste jetzt noch sein. Diese zwei mussten noch erledigt werden. Die sind einfach zu sehr im Weg gestanden. So, laut Lösung sollte das Grab im Westen sein. Dann schauen wir doch mal, ob wir da so ein Grab finden. Ist da wohl nicht. Fällt dir dein Aufenthalt auf Pagan Avatar?
könnte natürlich auch da drin gewesen sein. Sollen wir lieber mal da drin schauen, was da ist? Es gibt ja halt hier so viele Gräber. Beides scheint es doch gewesen zu sein. Ja, du hast gleich nochmal Pech, weil du dich mir das nochmal mit mir anlegst. So. Alena. Da. Oh, ein Geist. Oh, danke schön. Der Geist hat uns gerade den Schlüssel geschenkt. Ich wollte eigentlich gerade abbrechen. Und da drinnen nach dem Schlüssel suchen. Aber. Dann haben wir doch noch das richtige Grab gefunden. Sehr schön. Dann hätte ich gesagt, machen wir erstmal das hier, bevor wir mit der Geisterquest weitermachen, dass wir jetzt erstmal den Dolch abgeben. Ich meine, wir sind ja schon hier, sonst müssen wir wieder komplett außen rum gehen. Und das ist ja dann auch irgendwie blöd. Oh. Braucht er den Dolch, um ihn in der alten Dame reinzustoßen und um sie zu töten, um Lothian zu töten, damit er die Nachfolge. Das hört sich wirklich ziemlich barbarisch an, aber ich schätze mal, das wird so sein. Nun gut, aber ich würde dann auch sagen, machen wir hier mal Schluss, weil das sieht aus, als ob das ein bisschen dauern könnte. Je nachdem. Dann, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und wir sehen uns dann wieder. Ciao!